Na, da hab ich mir ja genau das richtige Wetter ausgesucht, um auf Schweine zu gehen. Wir suchen uns heute mal ein paar Wildschweine hier auf der Map Hirschfelden. Und um das Ganze mal so ein bisschen interessanter zu gestalten mit den Wildschweinen, gehen wir hier heute mal schön mit klassischen alten Waffen ran. Ja, wir haben ja in den letzten Wochen... Alter, was ein Mistwetter. Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder auch im Stream The Hunter Call of the Wild gezockt. Und dadurch bin ich natürlich dann auch hier mit dem Mannequin, mit dem relativ neuen Jäger, auch schon ganz gut weit vorwärts gekommen. Ich nutze zurzeit jetzt gerade ein bisschen mehr die Flinte. Wir hatten zuletzt ja auch nochmal das Gänsejagen hier auf der Map gemacht. Wenn wir uns das mal anschauen, sehen wir hier unten komplette Eskalation. Ja, und jetzt bin ich gerade hier oben ganz im Norden unterwegs. Petershain. Denn hier vorne oder hier auf diesen Feldern waren in der Vergangenheit immer ganz gerne die Wildschweine unterwegs. Und der Wind steht gerade ganz praktisch. Das heißt, ich begebe mich einfach mal in die Richtung, wo der Wind eben gerade nicht hinbläst, sondern er bläst mir gerade genau entgegen. Und das machen wir uns natürlich jetzt gerade zunutze. Sonst wäre ich halt immer in die andere Richtung gegangen und hätte da geschaut. Aber wenn der Wind doch gerade so gnädig ist, gehen wir doch auch gerne mal in diese Richtung. Ich laufe ganz normal, also da haben wir schon. Das sieht doch schon wieder schön nach einem Häufchen aus, direkt vom Schwein. Das Ganze ist sehr alt, das ganze Häufchen. Und von daher müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht auf Entfernung schon was sehen. Vielleicht sehen wir noch irgendwelche, vielleicht irgendwelche Ruhegebiete oder Fressspots oder irgendwas in der Art. Schauen wir erstmal, wie die Spur verläuft. Tatsächlich in die Richtung, hervorragend. Und ich würde sagen, ich platziere mich vielleicht erstmal hier oben auf diesem Kamm. Und von da aus hat man dann eine sehr gute Übersicht wiederum über verschiedene Felder. Wir haben das Ganze hier noch gar nicht aufgedeckt so richtig, aber man kann es so ein bisschen erahnen. Also hier sind überall verschiedene Felder. Ich mache mich mal langsam auf den Weg. Wie gesagt, der Wind ist ja perfekt. Und von daher, ja, einmal die Area ein bisschen abscannen. Guck mal hier, ganz viele Spuren überall da vorne noch. Im Idealfall finden wir hier vielleicht sogar noch ein Fressgebiet, gerade so auf den Maisfeldern wäre das doch ideal, ne? Brunftschrei Fuchs haben wir da. Ja, für den Fuchs habe ich jetzt natürlich keinerlei Waffe dabei. Das heißt, wir könnten natürlich auf den Fuchs gehen. Guck mal, trabend auch in die Richtung, trabend in die Richtung. Gucken wir mal, wie lang das hier her ist. Auch schon länger her. Die Schweine sind auf jeden Fall schon wieder weg. Also ich gehe erstmal leise weiter in die Richtung und dann gucken wir gleich mal, wie es da oben aussieht. Gerade hier die Anhöhe so gerade eben erklommen. Man kann so ein bisschen rüberschauen. Und was sieht man so beim Vorbeiscannen? Hoppala, da war ja ein E. Genau, da haben wir tatsächlich ein Ruhegebiet auf 200 Meter. Da hinten schreit noch der Fuchs. Schade eigentlich. Fuchs ist natürlich auch immer super spannend. Und ein Tier, wo man auch ein bisschen Skill für braucht. Aber die Waffen machen es halt gerade nicht mit. Das heißt, wir begeben uns in die Richtung. Das Wetter passt. Die Temperatur, keine Ahnung, passt wahrscheinlich auch. Nee, der Wind, das ist das Entscheidende. Der Wind ist soweit in Ordnung. Wir gehen mal grob in die Richtung. Ich schleiche mich da mal so langsam an. Und dann, ja, dann heißt es Attacke Vollgas mit der guten alten Flinte. Wir können ja mal eben, ich schleiche mal langsam vorwärts und wir gucken mal eben kurz ins Inventar. Also, das hier ist die Waffe
Sieht man das so ein bisschen? Hier sieht man das. Ne, da. Genau. Alter, was ein Krach hier, ne? Was ein Krach hier. Ich mach nochmal ein bisschen leiser. Durch das ganze Wetter und so ist das ja wild, ey. Hutzig Kaliber 50. Das Teil ist es gerade. Elegantes, anmutiges High-End-Percussion-Gewehr. Perkussionsgewehr. Und ja, aus der Zeit des Bürgerkriegs. Ja, und da gibt es dann zweierlei Munitionsarten für, was eben auch nochmal wild ist. Lange Jahre wurde ja in der Zeit für diese Flinten einfach immer nur diese runden Kugeln, die Bleikugeln verwendet. Und diese Minier-Geschosse waren halt dann doch schon irgendwie, ja, der Durchbruch, weil deutlich erhöhte Reichweite und präziser. Also die sind dann halt nicht so schnell ins Trudeln gekommen. Und dadurch kam man dann deutlich weiter beim Schießen, aber man hat auch ja deutlich mehr Durchschlagskraft gehabt, wenn man dann irgendwo getroffen hat. Ja, und das war dann schon ein krasser Fortschritt sozusagen mit der Munition. Und die nehmen wir jetzt gerade. Wildschweine sind ja Stufe, da steht es nochmal oben rechts dran, Stufe 4. Und wir nehmen, hier gucken wir, genau, die sind 4 bis 8. Habe ich die drin? Ja, ich glaube, ich habe die drin, genau. Und was man halt beim Schweinejagen auch immer noch mitnimmt, ist halt so eine Notfallwaffe. Da habe ich mir jetzt mal den neuen Revolver gegönnt. Gerade eben, Kaliber 44, Panther Magnum. Schöner, klassischer, ich stehe da schön vor. Schöner, klassischer Revolver. Geiler Ballermann. Richtig schön im Western-Style. Kam jetzt, glaube ich, mit der letzten Map raus. Natürlich das, kein nostalgisches Gerät, sondern aktuell. Joa. Und unten steht, der Satz ist auch sehr geil. Eine dicke Pistole für dicke Brummer. Da die Waffe so schnell ist, da bin ich sehr gespannt, kann sie in gefährlichen Situationen zum Lebensretter werden. Das heißt, gerade bei Wildschwein, wenn man denn dann doch mal nicht so ideal getroffen hat oder irgendwie so ein Keiler kommt da irgendwie auf einen losgerannt und will die ans Leder, dann kann man da nochmal schnell reagieren und ja, vielleicht den Revolver zücken und auf kurze Distanz nochmal reinhallen. So, wir sind ungefähr jetzt bei, ich glaube, gerade waren es ungefähr 170 Meter. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter. Langsam wird es tricky. Wir haben auch, ich sehe es gerade, einen relativ bescheidenen Schusswinkel. Ich sag mal, besser wäre es, glaube ich, wenn wir von da oben irgendwie kämen. Aber auch das hier ist ein Hügel. Das heißt, wir müssten bis auf den Hügel und sind dann sehr, sehr, sehr close. Hilft alles nichts. Ich glaube, ich peile eher mal diesen Hügel an. Und dann gehen wir, ja, dann gehen wir da runter. Ich schleiche mich mal so ein bisschen vorwärts. Jetzt habe ich mir natürlich gerade gedacht, wenn ich schon mal hier bin. Ich meine, ich könnte ja auch eigentlich versuchen, die einfach anzulocken. Ich habe ja das Lockmittel. Wir sind jetzt auf 150 Meter nah dran. Ich meine, man ist natürlich ziemlich offen hier, ne? Das heißt also, viel mit Deckung ist halt nicht. Hinlegen wäre noch eine Möglichkeit. Aber es ist trotz allem sehr offen alles. Irgendwo war doch da gerade der Fuchs. Naja, wie gesagt, Fuchse kommt eh nicht in Frage. Verkehrte Muni. Aber ich werde das tatsächlich mal testen. Schon wieder die Gänse hier. Also ohne Scheiß, Gänse. Es hieß ja irgendwie, die Gänse sind genervt und man, also, es sind doch immer noch Gänse da. Nervig viele Gänse, kann man fast sagen. Wir knattern mal ein bisschen los hier. Wir rufen einfach mal 2, 3, 4 Mal und dann gucken wir mal, ob die reagieren. Das ist natürlich die gute Frage.
Wo waren die denn überhaupt, ey? Alter, der antwortet ein Rothirsch. Nee. Das wäre natürlich auch der Oberburner, ey, wenn da so ein stattlicher Rothirsch rauskommt. Ich habe leider kein Lockmittel, noch kein Lockmittel für Rothirsch. Das ist leider ein bisschen zu hoch vom Level. Das wäre ja krass. Würde ich natürlich auch mitnehmen. Schön mit der guten alten Flinte, mit dem guten alten Ballermann. Einen edlen Rothirsch wegballern, Alden. Nicht schlecht. Ich bin ja jetzt hier ganz weit oben schon. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier vorne schon eine Wildsau. Ganz nah. Ich call hier natürlich die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe gerade nur so ein paar Ohren gesehen. Ganz tricky gerade. Oh, da kommt schon der Warnruf. Ich bin natürlich auch sehr, also wirklich offen, ne? Nur so halb. Guck mal da. Da sind sie. Guck mal da. Männlich, wir nehmen den männlichen hier. 60 Meter. Wir callen noch mal ein bisschen rum. Männlich 2, männlich 3, 70 Meter. Oh, was jetzt? Ei, ei, ei. Gucken wir mal, ob wir die noch kriegen. Nur 30. Ich muss erstmal so ein bisschen in Deckung. Das ist halt eine echt miese Pose hier auf dem Feld. Ich meine, man könnte jetzt einfach draufholzen. Aber es soll ja auch so einigermaßen passen. 120 Meter. Mit dem Geschoss bin ich jetzt hier auf 100 oder 150. Wir könnten das mal probieren jetzt hier. Auf den oberen. Das ist halt schon krass, Alter. Das ist halt schon krass. So, schön nachstopfen das Ding. Ich finde diese nostalgischen Waffen, das hat halt wirklich, es entschleunigt einfach zusätzlich, ne? Guck dir das mal an, dieses Prozedere. Jetzt erst wieder ready. Ein absolut gechilltes Jagen, also wenn euch das DLC interessiert, es gibt halt dieses Waffen-DLC mit diesen ganzen nostalgischen Waffen da drin. Mega gechillt, guck mal hier. Da gehen wir jetzt auch nochmal drauf, auf 150, vielleicht auf 200 Meter. Probiere ich gleich auch nochmal. Ich call noch mal ein bisschen. Also wie gesagt, das ist halt so ein Waffen-DLC, was halt... Also in meinen Augen ist es genau das, was halt das Game so ein bisschen ausmacht. Ne? Schön gechillt durch die Gegend latschen. Und im Idealfall halt präzise irgendwie zu treffen. Ich hoffe, ich habe getroffen. Ja, sieht gut aus. Ist zumindest direkt umgefallen. Ich bleib noch weiterhin leise und call auch nochmal. Begib mich allerdings jetzt nochmal ein bisschen mehr in die Richtung und versuche mich da oben nochmal ein bisschen weiter zu verstecken. Vielleicht kommen da ja noch welche wieder zurück. Na, guck mal hier, das ist so eine schöne Übersicht hier. Und das Gute ist, wir sind hier im Dickicht. Relativ gut getarnt oder schon sehr gut getarnt. Was jetzt gerade ein bisschen nachteilig ist, dass der Wind eben so ein bisschen mehr gedreht hat. Ich hoffe, ich habe das Deo dabei. Da habe ich sogar noch Geruchsneutralisierer.
direkt mal drauf hier. So. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen vorwärts. Wobei das ja halt hier von der Übersicht schon mal richtig genial wäre. Also wenn ich hier ein bisschen was anlocken könnte. Man kann halt vom Hügel schön runter gucken oder hier ist auf die nächste Anhöhe. Das heißt, man hat auch, ja, schön freie Schussbahn hier. Die Bäume sind ein bisschen lichter untenrum. Perfekt. Das hat jetzt die Frage, kriegen wir die zurückgelockt oder nicht? Wenn die in die Richtung gehen, wird es schwierig, wie gesagt, durch den Wind. Eins ist zumindest nach da hinten hin abgehauen. Ich werde mal kurz hier hochgehen, check das nochmal in die andere Richtung. Und dann suchen wir uns erstmal das erste Geschossene. Ja, das ist natürlich sehr angenehm und sehr praktisch. Beim Umherstöbern direkt das Schwein gefunden. Sehr gut, ey. So, gucken wir doch mal, wie es denn getroffen wurde. Ja, da sieht man natürlich auch, gerade mit diesem Kaliber 50 Minier-Geschoss, da ballerst du eben durch den Knochen und bis hinten in den Darm. Wo sind wir denn da gelandet? Lungenflügel links, Leber, Magen. Okay, also richtig schön durchgeschossen. Erstes Schwein erledigt. Passt doch ganz gut. Silberwertung, passende Munition. Silber, Gold. Gold ist erst dann ab 98 und dann haben wir 144, 20 Diamond. Gut, bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber immerhin, schönes Tier. Nehmen wir gerne mit. Von daher, ab dafür. So. Jetzt müssen wir uns tatsächlich aber allerdings so ein bisschen in eine andere Richtung bewegen. Auch wenn ich vermute, dass in der Richtung doch noch das ein oder andere rumsteht. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts, denn ja, der Wind spielt da nicht mit. Das heißt, ich mache erstmal wieder ein bisschen Strecke und dann gucken wir mal, ob da hinten an den Feldern noch was zu sehen ist. Und gesagt, getan, hinmarschiert. Und was kommt uns da entgegen? Ein Brunftschrei. Ja. Das heißt, wir schleichen sofort los. Direkt in die Hocke, damit wir keinen Krach machen. Und in die Richtung langsam gehen. Der Wind spielt perfekt mit. Wir werden uns dann da oben irgendwo eine gute versteckte Stelle suchen und anlocken. Gucken wir mal, was sich dann da so zeigt. Vor allem, wie viele Tiere da sind. Vielleicht haben wir da ja was Wertiges. Warum halt direkt runtergehen? Man ist dann halt schon so ungefähr in Hörreichweite. Vielleicht noch nicht in der Hörreichweite von den eher simplen Tieren. Aber von den hochwertigen, Gold, Diamond, die sind extrem vorsichtig und extrem schwierig dann eben auch zu entdecken. Und wenn man da zu nah ran latscht und einfach dahin marschiert und auf die Lautstärke gar nicht acht gibt, die man selber halt erzeugt, dann verscheucht man die eben sehr schnell. Tja, und ich sehe jetzt schon, wir haben hier eine echt schwierige Situation. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier vielleicht ein bisschen tiefer und flacher wieder wird. Wird es aber nicht so wirklich. Hier ist immer noch so ein kleiner Hügel. Das heißt, wir können da gar nicht richtig runterschauen. Ich gehe mal so ein bisschen rechts dran vorbei. Weil dadurch ist uns natürlich jetzt alles an Sicht versperrt, ne? So, jetzt bin ich mal ein bisschen weiter rechts herumgelaufen. Und wir sehen hier schon, dass es deutlich offener wird. Jetzt natürlich die Frage, wo sind die Schweine? Sind die hier direkt an der Schräge? Man sieht hier überall natürlich auch noch so Spuren durch. Wir bräuchten jetzt hier von der Seite nochmal eine gute Position, wo wir dann erstmal ein bisschen sicher sind. Also sichtsicher sozusagen. Und so ein bisschen gut verstecken hier.
und dann anlocken. Noch nichts zu sehen, ne? Ich versuche mal hier vorne in diesen Baumbusch zu kommen. Busch, Gebäum, was auch immer. Und dann gucken wir mal, ob wir von da irgendwie besser drankommen. Auch nochmal hier so ein bisschen weiter runter gehen. Guck mal, hier vorne kommen sogar auch nochmal Spuren. Da sehen wir sogar Spuren. Und das sind sogar Schweinespuren, ne? Nee. Rothirsch, auch hierhin. Trabend, okay. Ei, ei, ei. Ich würde auch den Rothirsch mitnehmen hier. Hört man da was? Raschelt da was? Raschelt da was? Es hörte sich gerade so an, als ob da irgendwo was raschelt. Ei, ei, ei. Rothirsch. Leider kein Lockmittel für den Rothirsch. So, ich hoffe, ich kann jetzt hier in dem Gestrüpp aufstehen. Ja, immer noch komplett unsichtbar. Deutlich bessere Übersicht, aber leider noch zu wenig zu sehen. Trotz allem tröte ich jetzt gleich mal los und hoffe, dass ich hier die Schweine anlocken kann. Gucken wir mal, ob sich da was meldet. Da läuft doch schon was, da läuft doch schon was. Close. Rothirsch. Nee. Den nehmen wir doch mit auf 70 Meter. Dankeschön fürs Antworten. 70 Meter, wir sind auf 100 Meter genullt. Das heißt, wir müssen ein bisschen drunter aimen. Luft anhalten und gib ihm. Am besten, wenn er steht. Abwarten. Wenn er steht, schön gezielter Schuss. Auf 100 Meter, weiter geht es nicht. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Alter, mega. Richtig cool. Ich muss gleich ein ganzes Stückchen drunter halten. Ich bin auf 100 Meter genullt mit dem Scope. Das heißt, dass ich nicht drüber schieße. Er ist sehr, sehr nah. Achtung. Und liegt. Und liegt. Da sind mir dann die Schweine dann doch vielleicht ein bisschen egal. Nein, Schweine wären auch wieder geil gewesen. Gerne mehr von den Wildschweinen. Ach, sehr schön. So. Zündplättchen wieder draufgelegt. Ready. Geil. Ist es der erste Rothirsch? Mit dem Account? Könnte gut sein. Gut getroffen. Ja, sehr gut getroffen. Sehr gut getroffen. Lunge, Herz, Lunge gesandwiched. Top. Auf 49 Meter. Ja. Ist, glaube ich, zu erwarten. Wertung. Ja, okay. Ist halt noch ein ganz kleiner gewesen. Aber passt. Klasse 6. Wir haben ja von der Munition her 4 bis 7. Also sind wir da genau im richtigen Bereich. Schönes Ding. Mitgenommen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Vom Wind her würde es jetzt in die Richtung gehen. Ich laufe allerdings mal so ein bisschen entgegen. Ich will hier nochmal auf dieser Anhöhe nochmal so ein bisschen mehr Überblick haben. Denn die Schweine waren ja immer noch in der Nähe. Auch wenn ich die jetzt schon wieder verscheucht habe durch den Schuss. Irgendwie, irgendwo müssen sie ja noch sein. Und vielleicht sind die jetzt einfach in die Richtung gerannt, wobei das eben schlecht wäre, ne? Der Wind geht halt genau in die Richtung, in Richtung Süden.
Und da muss man jetzt halt dann doch ein bisschen suchen. Und es wäre halt ganz geil, wenn wir so im Nahkampf nochmal den fetten Revolver testen. Kutsuya, Alden, Dankeschön fürs Follow. Hast du dich ins Video geschummelt, Alden? ja, wenn wir den Revolver mal testen können, das wäre natürlich auch cool. Vielleicht gleich einfach mal direkt mit dem Revolver reingehen. Also gar nicht erst versuchen auf lange Entfernung, sondern direkt rein, direkt auf Revolver. Guck mal, hier oben ist ja auch mega geil, ey. Also das hier ist einfach ideal. Schön diese Übersicht von hier oben. Perfekt, Alter. Hier könnte man sich echt so ein Zelt hinstellen, ne? Guck dir das mal an. Hier könnte man sich echt ein Zelt hinstellen. Zwischendurch mal hinreisen. Und dann gucken, sind ein paar Schweine... sind ein paar Schweine! Jawollo! Da hinten liegt die nächste Sau und da liegt noch jemand. Da hinten chillen sie im Wald. Sehr gut. Nächste Area entdeckt. Top! Ja, ich würde sagen, machen wir uns mal langsam auf den Weg. Wir wissen ja jetzt, wo wir hinwollen. Zu den Schweinis da hinten. Von der Situation sieht es, glaube ich, auch so aus, sie sind da hinten am Hang, dass wir uns vielleicht hier vorne in die Büsche schlagen können. Nochmal ein männliches, jawohl. Ja, und dann werden wir uns da mal versuchen, mit dem Panther, mit dem Revolver irgendwie, den Schweinen zu nähern, wenn der Fuchs uns lässt. Bis gleich. Okay. Wir sind close. Hinter diesem Hügel sollten sie rumlungern. Die Schweine. Weißt du Bescheid? Ich habe keine Ahnung, wie schnell der reagiert, der Revolver. Wahrscheinlich wird er nicht erst klack, klack spannen, sondern direkt zappam. Also direkt beim Abdrücken. Wird er sofort losballern. Ich gehe davon aus, dass er sofort losballert. Im Idealfall muss ich auch jetzt hier nicht irgendwie hyperaktiv und überreagieren und schnell klack, klack, klack draufholzen wie so ein Elch, sondern kann eben auch schön gechillt, gezielt den Schuss abgeben. Das wäre mir natürlich am liebsten. Alter, die Holzfäller da hinten. Ist doch mal ruhig. Ist doch mal gut jetzt da hinten. Psst, psst, psst. Ich bin hier. Psst. Ich bin auf der Pirsch, Mann. So. Da. Ne. Stein. Also, irgendwo hier unten. Oder hier müssen sie jetzt eigentlich sein, die Schweine. Ich bin jetzt einen schönen großen Bogen gelaufen. Die ganze Zeit schön langsam und leise. Und jetzt wäre halt geil, wenn ich sie auch wiederfinde. Wäre nicht so schlecht, ne? Ist natürlich echt ein bisschen tricky. War nicht hier so am Waldesrand? Ich könnte natürlich callen, aber dafür müsste ich echt erstmal... Oh, Alter. Leute, ey. Was habt ihr denn immer mit dem Sound, ey? Dafür müsste ich halt in einem sicheren Versteck irgendwie hocken. Es hat sich noch keiner gemeldet. Also ich bin wahrscheinlich noch nicht entdeckt worden. Ich hoffe, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier in dem Gestrüpp sicher sind. Ja, komplett unsichtbar. Okay, ich call hier mal ein bisschen. Und ich hoffe auf Reaktion.
Der Wind ist wieder ein bisschen gedreht. Der war sonst immer straight Richtung Süden, Südosten. Jetzt ist er gerade natürlich unpraktischerweise Richtung Südwesten. Also viel weiter als hier ist halt schon kritisch. Ab hier ist dann schon wieder der Mief. Ich laufe wieder einen kleinen Bogen ringsherum. Wir sehen hier durch die Erde hier, wenn das hier so aufleuchtet, die ganzen Spuren. Also hier ist richtig Halligalli in der ganzen Area. Also definitiv so eine Art Hotspot sozusagen. Die Frage ist, wo sind die Viecher jetzt gerade hin? Habe ich die wirklich verscheucht? Ich wüsste gar nicht wie. Oder hatten die einfach keinen Bock mehr, weil ihr natürlicher Zyklus, ihre Uhr sagt, alles klar, jetzt müssen wir mal zum Trinkenspot. Und das war genau in der Zeit. Unlucky. Vielleicht sind sie einfach aufgebrochen. Ja, hier war die Position, habe ich von da hinten aus gesehen, hier quer rüber. Genau, da oben auf dem Hügel war ich. 5 Wildschweine, Bedürfnisgebiet 11 bis 15.30. Alter Falter, kann das wirklich sein? Jetzt haben wir 16 Uhr, dass die einfach abgehauen sind. Alter. Die hatten einfach Knast, die wollten was fressen. Halben Tag gechillt, jetzt sind sie abgehauen, ey. Mal schön was snacken gehen. In die Richtung, in die Richtung. Hätte ich auch nicht gesehen, nee, durch den Hügel hier. Ach, das ist ja ein Dingen. Aber auch gar keine Reaktion mehr, ne? Egal, wie ich da rumgecallt habe jetzt die letzte Zeit. Nicht ein Pfiff, Grunzer, was auch immer, ey. Alter! Statt Wildschwein, Rothirsch, kapitaler Brocken auf 300 Meter. Alter, was ein krasses Geweih. Stufe 6. Uff. Mann da. Tja. Das ist natürlich ein guter Ersatz, ne? Das ist natürlich ein guter Ersatz. Da mache ich mich jetzt ganz vorsichtig auf die Socken. Auch da wieder langsam hinschleichen. Ich schleiche jetzt schon, auch wenn das eigentlich... Ach, eigentlich ist das eigentlich Killefit auf die Entfernung. Aber das ist ja krass. 300 Meter, ja, wobei so bei 250 mache ich dann doch mal ein bisschen langsam. Pirsch mich näher ran auf 200 oder auf 150 lieber. Und dann gehe ich da allerdings auch nochmal mit dem Gewehr drauf. Das möchte ich safe haben hier, das Ding. Das ist ja schon mal ein ganz krasses Geweih. Heftige Trophäe. Direkt in Deckung gehen. Man sieht das jetzt schon. Sieht super aus. Die Frage ist, ist er vom Level so hoch? Stufe 6 ist er. Also er ist eigentlich nicht so hoch, dass er super schreckhaft ist. Nicht so im mythisch Bereich oder sowas. Schick. Rennen wir mal hin. So, da vorne müssen wir jetzt hin hier. In das Gestrüpp. Wenn wir da drinnen sind, haben wir ihn direkt auf dem Acker. Das heißt, das ist gar nicht mehr weit. Und ich habe mir gerade überlegt, eigentlich könnte ich ja trotz allem auf die Entfernung mit einem Revolver draufballern. Wird ein bisschen tricky, weil ich ihn halt noch nie geschossen habe. Ich weiß gar nicht, wie er reagiert. Kimme und Korn ist natürlich sehr grob. Da ist jetzt kein Visier drauf, kein Rotpunkt oder irgendwas in der Art. Also sehr basic. Es könnte ein nicht perfekter Schuss werden. Durchaus möglich. Aber für den geilen Ballermann ist es auch eine schöne Einweihung. Schönes Tier. Schöner Ballermann.
Das kriegen wir doch hin. Ich hoffe, das klappt jetzt. Also hier vorne das Gestrüpp, das ist jetzt hier das Ziel. Und direkt dann dahinter, wenn man hier so zwischen den beiden Bäumen durchguckt, da müsste er ungefähr sein. Ich hoffe, er steht da jetzt gleich noch. Der Wind passt immer noch. Lautstärke ist noch okay. Wir sind nicht wirklich laut. Wir sind halt noch ein bisschen sichtbar. Aber das ist halt eben auch der Nachteil, ne? Wenn man halt noch nicht so hoch geskillt ist vom Level. Mit der Zeit wird man halt immer besser, immer unsichtbarer sozusagen auch. Durch die zusätzlichen Skills. So, gucken wir mal. Da vorne ist er. 100 Meter doch. Ich gehe mal, ich kriech da mal jetzt näher ran, damit ich noch unsichtbarer bin. Jetzt quasi komplett unsichtbar. Aber eben auch schwer zu sehen, ne? Da ist er. Da ist er. Krass. Ich mach das mal so ein bisschen platt hier vor mir. So, wieder zurück. Also, wir sind jetzt hier. Wir müssen das mal eben erörtern. Auf 107 Meter. Sonst ist auch weiter nichts. 107 Meter. Idealer Schuss wäre, wenn er den Kopf hebt und ich kann halt die Brust und das Herz dann treffen. Mit dem Revolver komme ich auf 75 Meter ideal. Also wir lassen das mit dem Revolver. Wir nehmen das Gewehr. Ich gehe auf 100 Meter. Und wenn er jetzt gleich den Kopf hebt. Machen wir direkt kurzen Prozess daraus. Wahnsinn! Zack, und da liegt er auch. Wahnsinn! Wäre schön gewesen, gerade mit dem Revolver, aber der wird dann seinen ersten Schuss ein anderes Mal abgeben. Auf die Entfernung ist das dann doch zu tricky. Sah erst ein bisschen näher aus, aber das ist dann doch ein bisschen tricky. Guck mal hier, ey. Bis zu 210 Kilo, wenn er das hier war. Männlich, Stufe 6. Rothirsch, Wahnsinn, ey. Naja, guck mal, doch noch ein ganzes Stückchen. Mal eben nachladen unterwegs hier. So. Na, wo ist er? Na, guck mal, wie weit er weg war, ey. So. Und wieder ready. Der ist doch nicht wohl etwa noch weggerannt? Nee, ne? Meter ist doch schon zu weit. Ich bin schon dran vorbei, ey. Siehst du? So geht das. Markierung, Wegpunkt. Genau in der Mitte hier von diesem Kreis. Vielleicht noch so ein bisschen weiter rüber. Ja, das ist doch ziemlich genau. Markierung, da war das? Na nun, na. Da war der Anschuss. Da ist er. Krass. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, hier hatten wir nochmal ein Bedürfnisgebiet oder eine Fressstelle, aber eben auch nur von dem einen Tier. Wahnsinn.
Richtig schön. Was ein Brocken, Alter. Krass. Und das eben hier mit der alten Flinte ist schon mal nicht schlecht, ne? Ei, 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 ei. Siehste, und genau so getroffen wie gewollt. Auch da wieder Lungenflügel, Herz, Lungenflügel, Rabauz. Eben genau in dem Moment, wo er den Kopf hoch macht, vorne in den Bereich. Das ist halt der Punkt, immer dieses Wichtige, einfach darauf achten, wo, ja, wo befinden sich die Organe in den Tieren. Und dann kann man das eben frontal auch ganz gut erledigen. Ansonsten der sicherere Schuss ist natürlich immer Seite hier, wenn ihr die Beine habt, einfach direkt hinten, hinter das Schulterblatt. Und dann ist man da quasi auf Nummer sicher. Aber schöner Brocken, mächtiges Geweih, Alden, kann sich sehen lassen. Auch da wieder kein Schwein, aber geil. 160, ja, doch schon eine ganz schöne Wertung. 182 wäre dann Gold gewesen. Also, schönes Ding, mitgenommen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ich renne noch ein bisschen rum und nutze hier die klassischen Ballermänner. Auch dann im nächsten Stream wieder mal so ein bisschen Petri, nee, Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.